So Leute, jetzt wollen wir eine Berichterstattung machen hier. Bei unserem Vorgesetzten, dass wir hier die Mission erfüllt haben. Habe gehört, du hast den... Ja, ja, hab ich. Ganz alleine. Nämlich der Größte. Da unten. So, Kumpel. Sieht aus, als wäre die Railroad jetzt keine Gefahr mehr für unseren Einsatz. Richtig. Was wird aus Ihrem Hauptquartier? Der Standort hat keinen taktischen Wert. Also schicken wir einfach einen kleinen Trupp dorthin für den Fall, dass Nachzügler dorthin zurückkehren. Sehr schön. Ich bin außerdem erfreut darüber, dass du Pam zu uns gebracht hast, statt sie der Zerstörung zu überlassen. Wir bringen sie auf die Fridwin, wo sie in Proctor Quinlans Büro installiert wird. Sie ist ein erstaunliches Stück Vorkriegstechnologie und sollte uns eine Menge Vorteile bringen. Wo wir gerade von Vorkriegstechnologie sprechen, Proctor Ingram führt die letzten Arbeiten an Liberty Prime durch und braucht auf dem Hauptgerüst deine Hilfe. Ich gratuliere zu einer weiteren erfolgreichen Mission, Paladin. Ad Victoriam. Ad Victoriam. Ja, wann braucht ihr mal nicht meine Hilfe? So, dann werden wir mal gucken, was da unten los ist. Ob es jetzt endlich mal losgeht hier mit Liberty Prime oder ähnlichem. Und wir endlich mal das Institut platt machen können. Für alle, die bereits soweit sind, ihr wisst ja, wer der Anführer vom Institut ist. Proctor Ingram, der ist so... Ich denke, der ist auf dem Hauptgerüst. Jetzt kann ich wieder reingehen. Oh, Mann. Bumm. Die Frage, ob ich weiterhin meine Powerrüstung erstmal brauche, sonst stelle ich die ab. Fusionskerne gibt es zwar genug, aber die müssen wir ja nicht verschwenden. Achtung, Truppferrung zur Einsatznachbesprechung melden. Truppferrung zur Einsatznachbesprechung. Ja, eine Bomberjacke, geil. Toll, wie du die Railroad vernichtet hast. Da wäre ich zu gut. Dr. Ingram. Du siehst aus, als wärst du durch die Hölle gegangen, Paladin. Kann man dir wohl nicht verübeln. Richtig. Das war eine echt harte Nummer mit Dance. Könnte mir gar nicht vorstellen, ihm ins Gesicht zu sehen und den Abzug drücken zu müssen. Hm. Hätte ich ja machen können, ne? Wenn wir das Institut besiegen wollen, dürfen wir nicht zulassen, dass persönliche Gefühle unsere Mission gefährden. Die Worte eines wahren Schülers von Maxen. Wie dem auch sei, auf uns warten jetzt wichtigere Dinge. Wir müssen Liberty Primes Nabelschnur durchtrennen. Mhm. Wir versorgen ihn über die Motoren der Pridwin mit Energie. Aber wir haben bei weitem nicht genug Saft, um seinen Fusionsreaktor kalt anzufahren. Deshalb musst du einen Beryllium-Beschleuniger für uns finden. Oh, wieder eine Suchaktion. Und ich wette, du weißt ganz genau, wo ich eins finden kann. Aber natürlich. Ich bin nicht nur wegen meines guten Aussehens Leiter. Na genau. Quinlan hat Informationen über ein Unternehmen namens Mass Fusion beschafft. Die waren ein Stromversorger, bevor die Welt unterging. Sehr schön, in dem Gebäude war ich ehrlich gesagt noch nicht. Eine Art Erfinder, der sich allerhand nukleare Spielzeuge ausgedacht hat. Der Beschleuniger war sein Kronjuwel. Laut unseren Aufzeichnungen hat er in seinem Labor, ganz oben im Hochhaus des Unternehmens im Finanzbezirk, daran gearbeitet. Das ist unser Ziel. Hoffe, du hast nichts gegen ein wenig Gesellschaft, denn ich begleite Was? Dich. Warum willst du unbedingt mitkommen? Soll es ein Witz sein? Mass Fusion war Vorreiter auf dem Gebiet der Nukleartechnologie. Und angesichts der Tatsache, dass es in letzter Zeit kaum technische Fortschritte gab, erwartet uns dort eine verdammte Goldmine. Das werde ich dir garantiert nicht entgehen lassen. Es wäre gut, wenn du mitkommen könntest. Ich wusste doch, dass du das auch so siehst. Ja, genau. Kales hat uns einen Vertibird zur Verfügung gestellt, der uns auf dem Dach des Turms von Mass Fusion absetzt. Na Gott sei Dank, ich dachte, ich müsste mir den ganzen Turm hocharbeiten. Wir treffen uns auf dem Flugdeck, aber lass dir nicht zu lange Zeit. Wenn das Institut mitbekommt, dass der Beschleuniger dort ist. Ja, ja, die sind doch schon längst da. Habe gehört, du hast im Hauptquartier der Railroad aufgeräumt. Kannst sicher neue Vorräte gebrauchen. Yep. Lass mich sehen, was du hast. Bin mir sicher, dass ich was habe.
So, Munition wollte ich nämlich nachverkaufen. Und zwar 308er Munition. Na gut, das ist jetzt nicht allzu viel. Ich glaube nicht, dass ich mir das leisten möchte. Wie viel habe ich überhaupt davon? Oh, genug, ne? Was ist denn Ehre? Mhm. Nein, ich suche eigentlich nochmal nach Vertibird-Granaten. Da hätte ich gerne nochmal zwei gekauft von. Schrotpatronen nehmen wir auch mit. Noch irgendwas Schönes hier? Nicht wirklich. Zack. Vielen Dank. Auf geht's. Ach, die ist ja auch noch nicht sehr weit. Ach, ich kann eigentlich mal hier Red und Dings. So. Wenn die Pflicht ruft, darf keine Zeit vergeuden. Wenigstens werde ich auf dem Dach abgesetzt. Ich muss mich also nicht diesen ganzen blöden, bescheuerten Turm hocharbeiten. Aber ich war ehrlich gesagt bei Mass Fusion noch nicht gewesen. Ich weiß, dass man dorthin kann, auch unten rein. Aber bislang habe ich das mal gemieden. So, welcher Vertibird ist es denn? Der hier vorne gleich. Okay. Ich setze mich mal wieder ans Geschütz. Bist du für immer ein Feind des Instituts? Willst du wirklich fortfahren? Jetzt habe ich auch nichts mehr zu verlieren. Warum nicht? Macht voll Spaß. Motoren an. Was? Fehlgeschlagen? Mass Fusion? Wieso Mass Fusion? Was ist Mass Fusion? Kehre zum Institut zurück. Nö. Sprich mit Justin Io, wer immer der doch ist. Tja, jetzt ist es wohl fürs Umkehren zu spät. Also ich werde jetzt nicht unbedingt zum Institut zurückkehren. Das mache ich vielleicht, wenn ich das zweite Mal dann durchspiele. Und geht's ab. Die USS Constitution. Hier auch aufbefördert. Und da hinten sieht man... Boah, halt doch mal still, die Kniste. Mal still da. Oh, jetzt klingelt doch noch das Telefon. Oh, da muss ich mal hier unterbrechen. So, machen wir weiter. Oh, nun halt doch mal an hier. Wo denn? Komm raus, Alter. Los, bevor wir hier abgeschossen werden. Schnauzer.
Ja, ja, das sagst du. So, wo geht's denn hier ruf? Wo muss ich denn jetzt hier hin? Hier, muss es ja irgendwo hochgehen oder sowas. Erstmal alles einsammeln. Immer. Habe ich schon geplündert? Habe ich schon geplündert? Hast du die jetzt oben erwischt oder was? Bist du denn da hochgekommen? Wahrscheinlich da, ne? So. Da ist gleich das Büro. Passwort, sehr schön. Ja, richtig. Ach, hier ist schon das Terminal. Nee, hier wollte ich nicht hin. Ich musste erstmal da hoch. Wieder ein paar Ruckler drin hier, wo ich eigentlich hier stabile 60 Frames zusammen hatte. Hatte, wohlgemerkt. Gibt's nichts mehr. Ist hier noch? Kaliber 50, nehmen wir mit. Goldbügel Superkleber, nehmen wir auch mit. Rüstung. Und sonst gibt's ja leider nichts mehr. Ging's noch weiter hoch oder was? Oder wie ist das schon? Hier ist noch eine Tür. Die knacken wir mal. Ja. Na. Brauch ich nicht. Nehme ich. Ich auch nicht. Gut, Ingram. Ach so, nee, ich muss ja. Ach, jetzt springe ich hier runter, ich hätte in dem ersten Stockwerk hier in den tollen Raum gemusst. Ich sehe den Beschleuniger nirgendwo. Sie müssen ihn verlegt haben. Schauen wir mal in dem Terminal da drüben nach. Na, wenn du das sagst, Mutti. Ach, Intramail. Bla 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 bla. Wer lesen möchte, kann das gerne machen. Einfach auf Pause drücken. So. Muss ich jetzt hin? Zur Reaktorebene. Kann ich ja bestimmt mit dem Fahrstuhl fahren, oder? Aber das machen wir dann demnächst. Vielleicht mal ohne Telefonterror zwischendurch. Hat die sich gerade geteleportiert? Tatsache. Ist mit ihr nicht in Ordnung. Also, Busch dann.